Hallo und willkommen zu einem Beispiel zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist ein Wahrzeichen der Stadt Paris. Die Metallkonstruktion des Eiffelturms hat eine Masse von 7300 Tonnen. Das sind 7,3 mal 10 hoch wie viel Kilogramm. Tragen Sie den fehlenden Exponenten in das obige Kästchen ein. Unsere Aufgabe lautet also, 7300 Tonnen in die Einheit Kilogramm umzurechnen und dabei auch noch diesen Faktor 7,3 richtig zu berücksichtigen. Also starten wir mit der Einheitenumrechnung. Eine Tonne ist ja nichts anderes als 1000 Kilogramm. Und diese 1000 Kilogramm lassen sich als Zehnerpotenz als 10 hoch 3 Kilogramm anschreiben. 7300 Tonnen, die wir ja umrechnen müssen, lassen sich ihrerseits wiederum aufschreiben als 7,3 mal 10 hoch 3 Tonnen. Also gesamt sind unsere 7300 Tonnen in der Einheit Kilogramm angeschrieben, 7,3 mal 10 hoch 3 mal 10 hoch 3 Kilogramm. Also gesamt 7,3 mal 10 hoch 6 Kilogramm. Die richtige Zahl einzutragen lautet also 6.